Ich finde, dass sich Augsburg spätestens in dieser Rückrunde den maximalen Respekt zu den fußballischen Respekt verdient hat, weil keine Mannschaft hat so gut reagiert auf die Situation der Vorrunde. Niemand hat mit Verpflichtungen so gut reagiert. Und ganz, ganz mutige Herangehensweise. Ja, der Kollege hat einen ganz großartigen Job gemacht, das muss man einfach mal so sagen. Ist für mich ganz klar Trainer des Halbjahres. Deswegen ist das einfach ein brettstarker Gegner und ganz bestimmt nicht der Wunschgegner für dieses Wochenende. Also das schon mal nicht. Kuba geht jetzt laufen. Für gestern Abend hat es eben nicht gereicht. Deswegen haben wir ihn auch gar nicht dabei gehabt. Das wird auch jetzt eng, muss man klar sagen, weil wir ja gar nicht so richtige Einheiten haben zum Testen, wenn wir ihm alles versuchen, dass wir es irgendwie hinkriegen. Aber sicher ist das nicht. Wer gleich trainieren wird auf dem Platz, ist Mats. Ganz normal. Wir haben jetzt für Mats und Owo, die einzigen aus unserem aktuellen Kader sind, die jetzt gleich richtig trainieren werden, so im 4 gegen 4, 5 gegen 5. Also geht es nicht darum, dass wir jetzt irgendwie Mats Händering da reindrücken müssen, weil wir ohne ihn nicht spielen können, sondern es geht darum, dass wir Mats natürlich brauchen und nicht so wahnsinnig viel Zeit haben, darauf zu warten, weil wir ihn wieder bringen können. Also werden wir den frühestmöglichen Zeitpunkt nehmen, aber ob der jetzt am Samstag schon ist, weiß ich nicht. Nur weil man nicht mehr Meister werden kann, heißt ja nicht, dass man nicht ansonsten noch Ziele hätte. Und die haben wir und die verfolgen wir schon die ganze Zeit, auch sehr konsequent. Und dementsprechend Geduldsspiel vielleicht deshalb richtig, falls jemand ins Stadion kommt, der jetzt denkt, er wird irgendwie ein großes Festival sehen, Torfestival, und wir werden sie abschießen und sowas, das ist natürlich Quatsch.